Wir zwei entdecken gerade einfach so Neuseeland neu. Das ist so ein schönes Gefühl, nach über 18 Monaten mal wieder irgendwo hinzukommen, wo man eigentlich gar nicht weiß, wo sind die Supermärkte, was gibt's für Läden. Ne? So, herzlich willkommen hier vom 2019. Erstmal ein frohes neues Jahr an alle noch. Vanessa und ich sind jetzt gerade am Flughafen in Sydney und warten jetzt auf unseren Flug. Wir fliegen jetzt heute nach Neuseeland weiter. Es ist richtig krass, weil wir waren jetzt ziemlich genau ein bisschen mehr wie 8 Monate, fast 9 Monate in Australien. Also ein Dreivierteljahr haben wir gelebt, haben wir gearbeitet, haben wir gegessen, was weiß ich was alles. Auf jeden Fall halt ganz normal auch Alltag tatsächlich gehabt zeitweise. Und deswegen fühlt sich das so komisch an, jetzt zu gehen. Und man realisiert es, also wir realisieren es überhaupt noch nicht, dass es jetzt als erstes mal 8 Monate rumgegangen sind. Für mich kam es vor wie gestern, als wir damals nachts in Darwin angekommen sind. Auf jeden Fall vielen Dank dafür, dass ihr 2018 so mitgeschaut habt. Wir wurden ja auch für den Julius Award nominiert, das wäre auch ohne euch so in der Hinsicht auch gar nicht möglich gewesen. Deswegen danke dafür und ja, auch nach Neuseeland. 2 Stunden später. So, Vanessa und ich sind jetzt gut in Auckland gelandet. Und ich habe gerade einen Wagen geholt und gut zu wissen, deutsche Qualität. TÜV Süd geprüft. Kann man machen. Hier sind wir nochmal. So Leute, herzlich willkommen hier vom 2. Januar. Es ist gerade kurz nach 10 Uhr morgens. Wir waren jetzt gestern Nacht, sind wir um 0 Uhr gelandet. Sind dann noch um 1 Uhr mit dem Flughafentransfer zum Hotel gefahren, haben dann geschlafen und jetzt, wie gesagt, gerade alle aufgewacht. Und jetzt sind wir hier beim Airbnb hingefahren noch. 20 Minuten später. So Leute, wir sind ja jetzt in Auckland angekommen und fahren gerade in die Innenstadt rein. Und was hier mega cool ist, erstens mal, ihr seht schon, wir sitzen ein bisschen höher. Wir sind in einem Doppeldeckerbus. Und zweitens, hier hat einfach jeder Sitz USB-Ports, wo du dein Handy laden kannst. Im kompletten Bus. Was einfach extrem geil ist. Wir zwei entdecken gerade einfach so Neuseeland neu. Das ist so ein schönes Gefühl, nach über 18 Monaten mal wieder irgendwo hinzukommen, wo man eigentlich gar nicht weiß, wo sind die Supermärkte, was gibt's für Läden, wie sind die Menschen so drauf. So Leute, ich habe jetzt gerade auch meine SIM-Karte geholt. Gestern hat sich ja Vanessa schon am Flughafen eine Vodafone-SIM-Karte geholt. Und wir haben jetzt halt hier geguckt, wie wir es machen im Internet. Lange Rede, kurzer Sinn, was hier mega cool ist. Wir haben jetzt einen Unlimited Mobile Plan genommen. Das bedeutet unbegrenztes Internet. Und das Krasse ist einfach, es hat einfach, ich glaube, $15 mehr gekostet als ein Plan, sag ich mal, mit normalem Internet. Der einzige Unterschied ist halt, dass ich das Ganze nicht als Prepaid bezahle, sondern quasi wie eine Art Vertrag. Aber es ist kein Vertrag, also es ist monatlich kündbar. Und einfach nur cool, dass sie hier sowas anbieten, ne? Weil in Deutschland muss ja immer... Ja, Spotify Premium wäre theoretisch auch noch mit dabei, aber das habe ich eh schon. Aber es ist einfach krass. Weil in Deutschland bist du immer 2 Jahre lang gebunden und hier können wir das einfach so oft benutzen, wie wir wollen. Weil das Internet in Australien war ja schon nicht so dolle und Neuseeland, so wie ich es gelesen habe, ist es auch nicht gerade das Beste. Von daher, alles gut. So Leute, wir sind jetzt im Auckland War Memorial Museum. Ist nicht wirklich ein War Memorial, also es sind schon Kriegsausstellungen auch, aber es geht auch hauptsächlich um die Geschichte von Neuseeland an sich, um die Kultur von den Maori. Übrigens, die Te Maori-Sprache ist immer noch Nationalsprache von Neuseeland. Es sprechen nur noch 4% aber der Bevölkerung diese Sprache. Selbst die Maori selber, gerade die Männer mittleren Alters, können das gar nicht mehr. Dementsprechend hat die Regierung gesagt, okay, wir führen es wieder in Schulen ein und machen auch einen Fernsehsender, der wieder diese Sprache macht. Denn eigentlich sollten auch alle Regierungsbeamte und sowas mindestens so ein bisschen die Sprache sprechen, aber irgendwie klappt das nicht so wirklich. Deswegen will ja die Regierung, sag ich mal, dran gehen und da könnt ihr nicht offen sehen. Da steht immer erst
auf Maori und dann steht es auf Englisch. Heute hier vom Freitag, den 4. Januar. Wie ihr schon sehen könnt, wir sitzen im Auto, wir haben unser Auto abgeholt. Auto an sich ist jetzt echt, war ein bisschen dreckig hier und da, hier ein paar Macken, aber es fährt gut, das ist die Hauptsache. War relativ günstig im Vergleich zu anderen, deswegen passt alles soweit. Bis jetzt haben wir noch nicht so viel von Neuseeland gesehen. Das Einzige, was wir tatsächlich jetzt schon sagen können, ist, wir waren gerade tanken für 1,96. Also der Neuseeland-Dollar ist ein bisschen schwächer als der australische Dollar, aber es macht den Kohlen halt fett wirklich. Also sehr, sehr teuer hier der Sprit. Und was dazu kommt, hier gibt es noch so eine Speedlane. Vanessa hat in so eine App geguckt, da stand 1,90 $. Wir so geiler tanken. Wir sind hingefahren, was auch 1,96. So, hä, okay, stimmt irgendwie nicht. Und jetzt nebendran haben wir gerade gesehen, Achtung, ich zeig's euch mal. Guck mal, hier waren wir gerade und da vorne bin ich nach ganz rechts gefahren und hab gesehen, okay, 1,96. Und hier vorne ist ja eine ganz kleine Tafel, wo es sagt, okay, Speedlane und dann kostet es 1,90 $ nur. Naja, wissen wir fürs nächste Mal. So, und dann heute erstmal ein bisschen entspannter, ein bisschen erstmal einleben ins Auto. So Leute, wir gehen jetzt hier zum Pack and Save einkaufen und ihr seht schon, es hat sowas von Metro, es hat sowas von einer Mischung zwischen Metro und Ikea. Es ist Wahnsinn, wie riesig dieses Ding hier ist. So, wir haben jetzt schon so die Basics eingekauft, also der Laden ist echt richtig, richtig cool. Hier gibt es so viele Sachen und es ist echt teilweise so viel günstiger als in Australien. Ist cool. So Leute, wir sind jetzt hier auf unserem Endspot für heute angekommen. Wir sind heute eigentlich echt nicht so viel gefahren, weil wie gesagt, wir waren jetzt noch einkaufen, haben jetzt einmal die Wasserfälle noch hier angeschaut von Wangerei Head. Ich hoffe, man spricht so aus. Und jetzt stehen wir hier auf dem Parkplatz und ich zeige euch gleich das Auto, das ist auch erledigt ist. Ihr seht nämlich auch schon, es gibt hier ganze drei Spots, wo man über Nacht schlafen kann. Das ist Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Und wir haben jetzt halt gewartet, bis einer frei geworden ist. Und das ist eigentlich unser Auto. Das ist ein Toyota Estima. Baujahr 2003. Oh nice. Garlic gab es auch noch von den vorherigen Backpackern. Auf jeden Fall seht ihr hier hinten, Achtung, Kopf weg. Auf jeden Fall seht ihr hier hinten, was wir bei Boris so ein bisschen vermisst haben, dass man sowas zum Aufklappen hat, zum Ausklappen hat. Und vor allem, wir haben irgendwie das Gefühl, dass wir viel mehr Platz im Auto haben, weil wir hinten nicht mehr diese Spüle haben, die wir eigentlich eher nie benutzt haben. Hier haben wir so eine kleine Kühlbox, dann Achtung, hier ganz unten, könnt ihr sehen, geht es bis nach da hinten. Das heißt, wir haben hier richtig viel Stauraum noch. Hier ist so eine kleine Kühlbox. Dann kann man hier an den Seiten jeweils an beiden Seiten die Tür aufmachen, wie wo das jetzt zum Schluss mit dem Mietauto von Juicy war. Hier hinten schläft man dann. Hier unten hat man auch wieder Stauraum, haben wir auch schon Sachen abgelegt. Und vorne sieht es halt so aus. Ist Automatik, was echt angenehm ist zum Fahren. Und ja, Sitze sind bequem. Wie gesagt, wir müssen jetzt halt noch ein bisschen sauber machen alles. Aber sonst soweit ist eigentlich alles in Ordnung. Und jetzt räumen wir noch das Auto ein bisschen um und dann legen wir uns erstmal hin, weil wir sind übel geschafft von den letzten Tagen. Und dann ab morgen geht's dann so richtig los.